Ja, und herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's mit dem nächsten Callout, Grenzschutzgebiet Costa Vino. Schauen wir mal an, was uns da erwartet. Listen up, everybody. We've got a location confirmed of an active coyote stash house in Huerto Mesa. We've been following some leads for a while. A source just confirmed that the Los Locos are using this particular network and planning a mass evacuation tonight. We're talking people, products and cash. We've been given access to the video feeds from the Border Patrol drone and surveillance is underway. The chopper is fueled and ready for my signal. We have no time to lose here. The good news is we've got aerial imagery of the site. There's a long road that leads to a ranch the locals call Rancho Dos Sueños. Ironic, right? Who says these losers don't have a sense of humor? The den starts in the backyard, but we need to go through the house to get there. I doubt they've got any traps set up, but we need to move with as much caution as we do urgency. The bad news is that once we hit the tunnels, we're blind as bats. We've got no idea how deep they go, how many branches there are, or where they lead. I know we've dealt with coyotes before, and they rarely give us any trouble, but we're dealing with Los Locos, too. We need to be prepared for anything. We need to bring as many suspects back as we can. I want to small team to sweep the outbuildings and then set up shop in the ranch, just in case. With everything that we know is being moved through these tunnels, we know the Los Locos won't hesitate to shoot. They are moving a lot of things at once, so it's going to be busy down there. We need to bring as much and as many people back up as we can. The coyotes rarely give us trouble, and the immigrants are mostly just looking in the wrong place for a better life. Cuff them and move on. We have no idea how many people are down there, but intel says it's one of their main tunnels. I don't think I have to remind you that lethal force is only to be used in self-defense or to prevent a situation from escalating. We need to communicate on this one, because we're all going to be blind. Clear details and no chatter. I don't like sending you all underground. Get in, do your jobs, and get back out. Any questions? Good. Now get to work. Okay, hört sich doch schon mal gut an. Also heute haben wir es mit Schleppen zu tun, die offensichtlich Einwanderer und Drogen über die Grenze schmuggeln. Vielleicht gibt es keine, da wir nicht wissen, wer da alles ist. Sie wissen auch nicht, aber ein paar Medien, Luftaufnahme einer Grenzschutzdrohne mit Infrarotvorschau zeigen einige Personen im Innenhof des Geländes. Oh, das sind ein paar. Überwachungsfoto, Teleobjektiv. Tiefaufnahme der Schöne in der Nähe des Eingangs zum Gelände. Und ein Informantenanruf. Can you hear me? Yeah, I can hear you. What do you got for me? I've got something big, but I'm gonna need immunity or whatever, because I'm like risking my life telling you this. It's same deal as always. But you know I'm fair. It was good. We'll talk when you're finished. All right, well, this is good. I've been watching this place, a ranch. A ranch? Yeah, man, a ranch. But hear me out. It's a front. The real deal is what goes on inside and what happens in the backyard. They're running everything through this place, man. People, drugs, cash, you name it, it's passing through. A coyote den? This isn't just a coyote den. I wouldn't risk myself for one of them. This is the coyote den. It's the primary shuttle point for the Los Locos into the city and back down into Mexico. I'm listening. Good, because that's not it. They are moving shit tonight. Big things, man. I've seen them preparing stuff for days now. The streets are buzzing with it. I don't know what. I really don't. But if you want to shut down a tunnel and get your hands on some big Los Locos names, I get myself a team and head out into the desert. You got an address? Yeah, it's way out in the lowlands on the Costa Vino border. A ranch called Rancho Dos Sueños. Cute name. What? Yeah, nothing. Just carry on. Right, right. So it's this ranch over by the border? Derelict sort of place? At least it was the last time I was there, but that's just a front. They process everything in the house, but the tunnels, they start in the back. There's this river underground, and they have a whole functional dock set up that they use to move things quickly. But you gotta be careful. It's a fucking labyrinth down there. This is good. Keep talking. What do you mean good? This is a gold mine for you. What more do you want from me, man? I want real details. Something that's actually gonna help us. Details? I'm giving them to you on a plate! What are we gonna find there? Where should we look? You got a route through the tunnels? Are there
Any traps? I don't know any of that. I was there ages ago and got taken in and taken out. All I remember is there's lots of branching tunnels, but only one way through. They won't have it trapped on account of the traffic moving through. They've got weapons down there, so as soon as they know you're coming, things will change. This is good. We'll take a look. It's more than good. I give you my word. It's the real deal. So, how about my immunity? We'll see. If this checks out like you say, I don't think that will be a problem. Now, you better get going. This has been a long call. Dump the phone, and I'll get a new one to you. I'll be in touch. Listen up, everybody. We've got a location confirmed. Gut, so viele Informationen mehr haben wir jetzt auch nicht. Ich finde es immer noch doof, dass hier dieser Text, der hier durchscrollt, immer noch langsamer ist, als er anruft. Das ist irgendwie weird. Und ja, die Karte, lächerlich. Was sollen wir damit anfangen? Casa Lanto Cueva. Allerdings hat er ja noch davon gesprochen, dass sogar ja, Flüsse, ein Steg und so weiter da unten sein sollen. Ja. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig, weil wir absolut keine Ahnung haben, in was wir uns da hineingeben. Von daher würde ich sagen, ich mach mal mein Team ready und dann sehen wir uns gleich wieder vor Ort. Alright, da sind wir nun also. Da wir eigentlich ziemlich viele Leute rausbringen sollen, habe ich mal mir eine Beanbag-Schrottflinte gegeben. Er hat Pfefferball, er hat Pfefferballs, der andere eine Shotgun und eine MP. Und wir haben alle Nachtsichtgeräte. Falls es da unten dunkel sein sollte. Und ja, mal schauen, wie es vorangeht. Auf jeden Fall sind wir hier an der mexikanischen Grenze, wie man sieht. Das einzige Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist, dass... Shit, ich habe den Laser vergessen mitzunehmen, scheiße. Das ist ein bisschen doof. Police, hands up! Hands up, do it now! Und Licht auch nicht dabei. LSPD, don't move! Get down, I want to see hands! Down on the ground, move! Ein paar Cops haben bestimmte Fähigkeiten, dass sich eigentlich die Leute mehr ergeben sollen. You're safe. Don't worry. Was hoffentlich gut ist. Ja, das ist jetzt doof, dass ich den Laser vergessen habe. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hinschieße. What? Oh. Okay, gut. Achso, ich habe einen Laser für Nachtsicht, shit. Da habe ich ein bisschen verkackt. Don't fuck with me. Get down. Fuck you. Police, get down. Don't fuck with me. Oh shit. Get down now. That's a smart thing to do. Hat jemand noch eine? Suspect ready. Okay, ich hab's ziemlich verkackt. Wenn jemand noch Granaten hatte, die... Also Gasgranaten ist ziemlich doof. Ah, das ist zu offen. Wir gehen zuerst hier hinten links durch. Aufgeben kann ich auch nicht, also den Auftrag neu anfangen, weil... Es hieß, dann würden sich. Dann würden die Cops vielleicht kündigen, die jetzt hier sind.
oder auch Stress, der Stress sich erhöhen, was natürlich nicht so schlau ist. Auf jeden Fall habe ich da offensichtlich ein paar Dinge schlecht gemacht oder ausgewählt. Hands up! Let me see those LAPD, hands! LAPD, get down! Zip them up. I got cuffs. Alter. Ist auch alles ziemlich keep offen. Your hands behind your back. All Do teams. There. There you go. Bigger. All done. And now! Get on the ground now! Alter Schwede! Das ist doof! Alles doof! Gonna pack it up. Ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen, irgendwie. Stay on me. Got your back. Ich glaube, den haben wir jetzt gekillt wahrscheinlich. Shit. Put your hands up! Get on the ground now! Hands up! Hold your head! Von wo? Police, down on the ground! Drop your weapons! Get down now! Get down on your knees! Drop your gun first. Arrest him. Going into cuff. Cuffing. Making it safe. Suspect ready to go. Talk to entry team. Suspect secure. Copy entry team notifying trailer. Alter. Down on your goddamn... Tie them down. Okay. Habt ihr ihn gefesselt? Ja gut, habt ihr. Lightstick. Okay, ist aus, dann alles safe. Blue team. Split and provide cover on this door. Door's unlocked. Eigentlich nicht so schlau hier durch die Fenster. Okay, das ist zu ein zu großes Ding, dann kann ich nicht alle beschützen. Blue. Check it with the mirror. Can't want it. Blue team. Gold. Mirror for contacts. Acknowledged. Split. Getting into position. Use the mirror. Check for targets. I got the wand. Opening on the left. No traps visible. We're clear. What? Ich bin schon... Okay. Naja, ich glaub, das wird nix. Was hat gesagt? Sorry. No trap. I got the mirror. Und irgendjemand visible oder no one visible. Ich hab's... Schönes Auto. Opening on the left. Safe. No traps. All clear. Alright, dann... Öffnen und rein da. Clear it. Got it. Going in. Down on your knees. Opening on the left. Hands up. Down on your knees. No contact. Hands up above your head. Frozen in time. Move, move, move. Blue. Got an open cover. Acknowledged. Put your fucking hands up. It's open. We're good to go. Ah, shit, da geht's runter. Okay, ihr halt die Stellung da. Moving. Blue team. Opening on the right. Split the stack and provide cover. Let's clear over here, boss. Hands up now! Drop to your knees! I'm going! Nothing here, sir. Hands up! Okay. Chemlight. Okay, da geht's wahrscheinlich runter in den Tunnel. Red. Und die Tür geht wahrscheinlich nach draußen. Oder auch nicht. Stay on me. On your six. Hands up! Drop to your knees! Die geht nach draußen. Putting down a chem light. Alright. Da war nix. Da war nix.
Split the door. On it. Good thing we caught this now. Mirror it. 10-4. Und dann nachher mirrorn, bitte. Ich hoffe, wir haben einfach draußen alle Leute, denn sonst haben wir ein Problem. Split it. In position. Good. Mirror for suspects. Got it. Wand ready. Alright. More than one opening. It's clean. No contact. Okay. Dann öffnen und sichern. Move in and clear it. Copy that. Let's go! Got an opening here. Get down! I want to see hands! Listen to me! Don't take this any further! Hands up! Now! Hands on your head! Down on the ground! Now! Hands on your head! Now! Hands on your head! Move! Police, get your hands up! Get on the ground now! Put your hands up! Move it! Police, get down! Gonna pack it up. I'll get it. Get down and keep your hands up! Secure. Suspect cuffed and secure. Hands up, do it now! Don't move. Let go. You fucked up big time. Suspect secure. Blue. Ready for pickup. Talk to entry. Put the stack on this door. Roger, entry team. Great work. Keep going. On me. Move. Put your hands up. Door is good. Get down on your knees. Hands up. Hands on your head. Do it now. Police, hands up. Hands up. Do it now. LSPD, don't move! Ah, shit. Jetzt teilt sich alles auf. Blue team. Search and secure the area. Die Waffen habt ihr eingepackt, hoffentlich. Und hier drüben war niemand. Nee, das ging einfach zurück, okay. Provide support on me. I'm with you. Das sind eigentlich unsere Ziele. Reden Sie als Zivilisten, bringen Sie Chaos ins Verderben. Ich weiß nicht, was Sie machen, wenn uns die Muni ausgeht. Das ist ein bisschen ein Problem. Blue. Kann hier jemand, Gold Team. Use the wand. Check for targets. Wand is ready. Got multiple openings here. Nothing. We're good. All right. Suspect. Weapon in hand. Suspect. Weapon in hand. Dann Z2. Let's get a C2 on there. Clear with flash. Und Blankgranate rein. Bang for your buck. Focus there. Roger that. Let's blow it. Deploying explosive. Now. Get down. I want to see hands. Move. Get down. Opening on the left. Police, get down. Cuff him. Detain your hands here. Up. Gaining compliance. All right. Down in the road. One cuff. Entry team to talk. Talk reporting. Compliance. Roger, entry team. Great work. Keep going. Oh shit, Alter. Making it safe. Alter, das ist schlimm hier. Oh, ich habe mich von meinem Schatten erschrocken. Das ist alles beschissen. Das ist alles beschissen hier. Check it with the wand. Affirmative. Das ist alles beschissen, wirklich. Hey. Let me see those hands. Head down. Put your hands up. Restrain them. I got cuffs. Get on the ground now. Hands up above your head. Police down on the ground. Get down now. Get down on your knees.
Okay, die Waffe nehme ich noch mit. Schnell wieder zurück. Können wir die Tür schließen? Da drüben ist alles halt offen. Hier ist... Check it with the mirror. Nochmal bitte mit dem Mirror. Okay, ich habe nicht mehr viel Muni. Da drüben gibt es einen Weg irgendwo hin. Da gibt es einen Weg irgendwo hin. Blue Team. Open and clear. Stacking. Red Team. Move over there. I'm going. Moving in! Got an opening up ahead. Eyes on over there. Roger. Watch that threshold. Ja, keine Ahnung, einfach hier. Eyes on. Roger. Down on your goddamn knees now! Alter. Ist das hier alles beschissen? Okay, links ist auf jeden Fall jemand. Dynamic movement. Move. Hands up. Down on your knees. Hands up above your head. Put your fucking head. Make him secure. Got him. Hands up now. Drop to your knees. Don't move, all right? Stay still for me. Got him. Lead to talk. Secure. This is talk. Pie the door. Trailer's inbound. One suspect move, in sight. Move. Opening on the right. Was? Out of the way, sir. Hands up! Drop to your knees! Dropping a chem light. Okay. Get down! I want to see hands! Fall in behind me. I'm with you. Chem light out. Das ist ein einziges Labyrinth hier unten. Dann Tür wieder auf, damit wir wissen, dass wir da schon drin waren. Hier ist safe. Hands up now! Alter, ich will so sterben hier. Wir brauchen das andere Team hier unten. Aber wir müssen Backtracking machen. Wir müssen kurz Backtracking machen, das geht nicht anders. Provide cover. On my way. Haben wir? Wir haben eben keinen Türstopp mitgenommen. Das ist blöd. Alright. Move and clear. Getting into place. Going in. Hands on your head. Opening on the right. I got nothing here. Das ist auch ein Opening. Move to my front. On the way. Provide support. I got you. Alter. Down on the ground now. Hands on your head now. What the fuck? Okay, hier kommen wir zurück, oder? Ja. Okay. Haben wir das zumindest schon mal gesichert? Deploying chem light. Hands on your head, move! Police, get your hands up! Ich hätte auch ein paar Leute mit... ich hätte... durchziehen sollen, ob wir jetzt mit Taschenlampen hier reingehen oder mit... Put your hands up! Oder mit... Police, get down! Mit Nachtsicht. Also habe ich
keine richtige Kontrolle. Get down and keep your hands up. Ja, das müsste Threshold sein. Wo wir schon waren. Ne, waren wir nicht. Blue. There, move. In route. Hands up, do it now. Doch, da waren wir schon. Das ist schrecklich. Oh fuck! Drop your weapon! Please, drop it! Put your hands up! Get down on your knees, hands up! On me, move. There, go. Hands on your head, do it now! Arrest him. Got him. Shut up and don't move. Cuff him. Okay, das sind zwei Leute. Suspect in custody. Element. Sie noch weit hier. Ready for transport. Oder geht's noch weit hier? Suspect detained. Element to talk. Suspect secure. Roger that. Lightstick. Trail is incoming. Proceed with caution. Ich kann nochmal kurz Backtracking machen, damit wir hier nichts übersehen haben. Hier unten war ja sonst nichts anderes. Na doch, eine andere Tür, shit. On me. Got your six. Blaues Team, bitte kurz. Chemlight. Haben wir den gefesselt? Ja, der ist gefesselt. Mirror for contact. Don't have the mirror. Split and provide cover on this door. Moving into place. Police, hands up! Hands up, do it now! Okay, das führt wahrscheinlich nach rechts durch. LSPD, don't move! There. I'm moving. Okay, das führt hier in den Raum rein. Oder? Yes. Alright. Ist die Frage. Oh shit! Get down, I wanna see hands! Tie them down. Down on the ground, move! Move there. Get down! Police, get down! Make him secure. Irgendjemand? Hallo? On my six. Got your six. Restrain him. Keep your hands up! I told you! Let me see those hands! Suspect, cuffed and secure. Entry team to talk. Good to go. Talk to entry team. Copy that. Alter, die ganzen Leute hier sind richtig im Weg. Out the way, sir. Move there. Jungs. Element on my six. All teams. Fall in. On you. Evidence secure. Keep an eye on it. No problem. Blue team. Move there. Heading out now. Blue. Red. Blue team. Maintain cover. Still good here. Red team. Gold. Enter and clear. Copy. Könntest du bitte dich auf deine Bewegung tun? Move and stay there. Und ich schaue mich kurz hier um. Wohin das geht. Okay. Nicht so schlau, da alleine reinzugehen. Das ist jetzt Threat Team, right? Stay on me. You got point. Yes. In the Get way, on the ground, now! Hands up, above your head! Okay, da geht's auch noch lang. Alter, das ist so verwinkelt hier. Rechts eine Tür, links eine Tür, fuck. Use the mirror, check for targets. Right. Mirror ready. Eigentlich müsste ich ihn decken. No device here. All good here.
All right, und da? Wanted. You to move. Yep. They're the gone. Moving. Opening on the left. Looking good, sir. Area okay. Clear. Get the door. Clear it. Moving up. In the way, chief. Yeah, sorry. Breaching! Police! Down on the ground! Opening on the left. Get down, now! Rechts clear. Können wir hier kurz einen Leuchtturmstab? Danke. Get down on your knees. Alter, lauf doch nicht so weit nach vorne! Okay, das ist, glaube ich, wieder Backtracking. Warte. Down on your knees. Das müsste Backtracking sein. Red. On me, move. Behind you. Ja, das ist Backtracking wieder. Okay. Das ist doch schon mal was. Need you to slide over. Ja, ja, ist ja gut. Dann blaues Team bitte. Post up and cover the area. Provide support on me. Goldes Team mitkommen. Und da gibt's ja noch eine andere Tür. Hier aber nicht mehr, okay. Nochmal kurz hier drunter schauen. Wand's ready. Clean. Looks good. Ich hab echt nicht mehr viel. Move in and clear it. Ready to go. Ich muss die ein bisschen vorschicken eigentlich. Down on your knees. Hands up above your head. Put your fucking hands up. Hands up now. Drop to your knees. Looks clear over here, boss. Mirror for suspects. Acknowledged. I got the wand. Könntest du bitte watch there. Roger. Die Tür fokussieren. Focus on the door. Opening on the left. It's good. Room clear. Okay, da vorne sind glaube ich Suspects. Put it down slow. Hands up. Hands up. Drop to your knees. Alter, was ist jetzt schon wieder? I got the wand. Ich glaube, die haben irgendwas, das sie uns anschmeißen. Opening on the right. Looks good. Contact. Armed. Blue. Fall in. Behind you. Okay, weißt du was? Ach shit, wir haben kein C2 mehr. Element. Doch, C2. Und Stinger rein. C2, Sting and clear. 10-4. Wie gesagt, ich habe fast keine Muni mehr, das ist doof. Ich muss ihm ein bisschen mehr die Arbeit machen lassen. Die andere Kanal ist auch leer. Good to go. Cover your ears, boys. Und fast. I'll do it. Readying explosive. Hands up now. Hands on your head. Right. Down on the ground now. Hands on your head now. Hands on your head. Move. Ah, das ist dunkel. Ground now. Shit. Good. Put your hands up. Cuffin. Cuffin. Einer von uns ist dead. You did this to yourself. Alter, es ist dunkel hier. Ready. Element to talk. Ready for officer down. Talk to entry team. Fucking hell. Scheiße. Hast du ihn gekauft? Okay, du hast ihn gekauft. Boah, ist das dunkel. Ich sehe fast nichts. Schon viel besser. Aber eben, Officer down, das ist scheiße. Fuck. Leute, mitkommen. Got your back. Police, get down! Zip him up. So, ich bin doof, die haben ja Pfeff. Ich bin so doof.
Ich weiß jetzt, was uns weh tut. Ich hab den ja Pepperball ganz gegeben. Kein Wunder, bekommen wir immer Schaden. Ich weiß, eigentlich ist wie fertig, aber wir haben hier noch nicht alles gesehen. Hands up, do it now. Blue Team. Over there. I'm going. Und es gibt bestimmt irgendwas, was wir wieder einsammeln können. Also von evidence-mäßiger Seite her. Okay, das war die Tür. Move in, clear the room. Ready. Search the room for contacts. Solche Arschlöcher, Alter. Ich hab einen Kameraden von uns getötet. So, vor allem der Typ da drüben. Moving. Opening on the right. Und da ist das Boot, von dem gesprochen wurde. Alter, es ist echt dunkel. What the fuck, Alter? Eine fucking Cave einfach. Nothing here, sir. Der Wracht kann der Los Locos machen. Evidence bagged. Und so sieht man gar nichts. Ich brauche noch kurz ein cooles Thumbnail. Aber viel zu dunkel. Ja, bleib schön so stehen, dann haben wir da was Perfektes. Mich kurz ausblenden, wenn es denn gehen würde. Perfekt. Ich meine, der Zugangstunnel zum Wrachkan, sie haben in der unterirdischen Kaverne einen Lastkan gefunden, den die Los Locos als Transportmittel für Waren über die Grenze nutzen. Also eigentlich sind wir fertig. Aber ich weiß halt nicht, ob es noch mehr Evidence gibt. Deswegen würde ich eigentlich gerne nochmal zurückgehen. Einfach um zu schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Die Kamera tut mir ziemlich leid. Hat es leider erwischt. Aber wir haben es eigentlich ziemlich gut gelöst. Also wirklich wenig Leute umgebracht. Das hat ziemlich gut ist eigentlich. Start a search. On it. Ich weiß nicht, wenn ich eigentlich denen sagen, die sollen den Raum durchsuchen, ob sie auch selber nach Evidence suchen oder nur nach Menschen. Das weiß ich leider nicht. Wäre eigentlich wichtig zu wissen. Sonst kann ich denen das noch tausendmal sagen. Und sie machen trotzdem nichts. Begin a search. Secure any contacts. Na, wahrscheinlich ist es eben schon so, dass sie einfach nur den Raum durchsuchen nach Contacts. Nicht irgendwie nach Spuren. Und Evidence. Aber ich glaube, hier gibt es fast nichts mehr. So, mein Loadout war wirklich ziemlich beschissen. Ich habe das gemerkt. Was ist im Spiel? Aber trotzdem haben wir es eigentlich eben, wie gesagt, gut gemeistert. Abgesehen vom einen Officer, der leider gestorben ist. Das ist jetzt doof, dem müssen wir der Familie sagen, dass sie leider nicht nach Hause kommt. Ziemlich traurig ist. Aber ja. Leider
ist das das Arbeitsrisiko hier. Und in den USA wahrscheinlich eh noch viel häufiger der Fall als jetzt in Europa. Aber das war jetzt wirklich intens hier. Weil wir eben keine Karte gehabt haben, nichts gewusst haben, wie es hier unten aussieht. Was natürlich um einiges schwieriger ist. Wenn man wirklich keinen Plan hat, was uns da erwartet. Und wie groß das hier alles ist. Aber ja, ich glaube, es gibt hier nichts mit für uns. Können wir höchstens noch mal im Haus oben schauen oder in der Scheune. Und wir da irgendwas übersehen haben. Würde ich wahrscheinlich auch nochmal machen. Und falls ihr jetzt wirklich nicht so viel gesehen habt, tut es mir leid, aber das ist jetzt hier leider das Level hier. Ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Aber wahrscheinlich auch nicht. Sehr viele Koffer und Gepäckstücke hier. Ich frage mich warum, weil wenn ja eigentlich Leute über die Grenze schmuggeln, dann dürfte das ja eigentlich ja nicht sein, diese ganzen Koffer. Oder sie haben die Leute einfach ausgenommen und die Koffer als Zahlungsmittel behalten. Das ist kein Evidenz. Okay. Alles sind alles nichts. Okay. Weird. Hätte jetzt gesagt, das wäre Evidenz, aber okay. Wenn ihr das als Nicht-Evidenz anschaut, nicht mein Problem. Ich meine, das wäre Money gewesen. Ja, ich glaube, es gibt hier nichts mehr für uns. So, wir können hier noch kurz schauen, aber da habe ich ja vorhin eigentlich auch nichts gesehen. Da hoch geht's nicht, schade. Absolut gar keine Evidence. Ich glaube, das war einfach ein Job zwischendurch und hat nichts mit der eigentlichen Story hier zu tun. Also mit diesen ganzen Fällen, die zusammenhängen. Aber coole Gegend und cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir ziemlich. Abgesehen, dass wir jetzt einer weniger sind. Das sieht doch nach einem nice Thumbnail aus. Perfekt. Alright. Dann würde ich sagen, Einsatz beenden. Talk to entry team. Excellent work, entry team. Und schauen mal, was die Wertung ist. Und ob wir eben alles gefunden haben. Soft Objects. Eben doch was gefehlt. Friendly Fire 0. Komischerweise wird jetzt hier der Officer nicht abgezogen. Dienstunfähig. Der ist doch tot. Und die anderen sind zufrieden. Naja, zurück zur Wache.
lief eigentlich ja ganz gut. Aber weird, dass wir jetzt da nichts gefunden. Ach du Scheiße. Sie haben G-Tech Trailblazer freigeschaltet. BDR-Tech Plattenträger, Salomons UA-2 Stiefel, SLY Gefechtshemd und Gefechtshose, Helm Aggress. Neuer Einsatz, danke und bis bald. Neuer Officer Wong ist wieder im Dienst. Officer Robinson ist wieder im Dienst und Officer Lopez. Und er ist handlungsunfähig gemacht. Worten. Den müssen wir sowieso ersetzen. Dienstunfähig. Aber gut, wir haben ziemlich viel freigeschaltet offensichtlich. Mal schauen, vielleicht obwohl wir können eigentlich jetzt gerade noch kurz schauen. Mal schauen, was wir da jetzt freigeschaltet haben. Offensichtlich ein paar Anpassungssachen. Weil hier gibt es echt viele Dinge zum Freischalten. Das ist jetzt das Hemd hier. Kann ich die kurz ausziehen irgendwie? Ja, okay. Nicht wirklich. Einfach ein anderes Hemd. Wie halte ich mal an? Und die Hose wäre die hier. Ein schöner Helm. Nehmen wir in zwei Varianten. Stiefel glaube ich auch noch. Oder nicht? Doch die hier. Ein bisschen so sportlichere Wanderschuhe, könnte man sagen. Und Plattenträgerrüstung. Okay, das sieht schon ganz anders aus. Hat ein bisschen mehr so Militär-Style, würde ich sagen, wenn wir das alles kombinieren. Die Uhr würde man jetzt auch wieder sehen. Weil das kurzärmlich ist, das Hemd. Dann nehmen wir einfach mal eine Uhr mit. Eine Brille haben wir leider nicht. Und Tattoos auch keine. Aber sieht schon ein bisschen professioneller aus, würde ich sagen. Und andere Handschuhe. Keine Daten. Okay, weird. Hm. Kann man machen. Right. Dann würde ich sagen, ja, war es das erstmal wieder für diese Folge von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?